oder hast du ein falsches Intro? Dein Johnny, Alter, die hat so ein Leutzack hier. Hey Johnny, lauf, lief das. Dein Johnny, schneid dir, Alter, dein Johnny, Alter. I feel the shadows hanging over. So, man. Da ist mein Gesicht. Hallo, Leute. Ciao. Wenn du suchst, dann ciao. Ciao. Hier geht's ja. Okay, Ladies and Gentlemen, hallo meine Birnen. Das ist ein scheiß Objektiv, wenn man nicht mal zoomen kann. Okay, also der Jakob, er redet schon mit seinem Tätowierboy und da ist er. Da haben gerade die Kamera auf den Kissen getan. Und da ist der Boy. Ja, so was. Meine Freunde, jetzt gehen sie auch. Ja. Sie kann nicht mehr super. Ja, das schreibt sich so gar nicht mehr. Darf ich die Kamera so herstellen? Ja, wir sind fast mit der Ausnahme. Okay. Okay, Leute, man darf nicht einmal filmen, wenn der Jakob tätowiert wird. I'm sorry. Ich finde das voll wahnsinnig fein, Kammer. Voll lustig. Was sagt der Jonathan? Geht schon. Alles easy. Der Jakob lässt sich jetzt schon das Tattoo stechen, der liegt da drüben und weint. Wir dürfen aber nicht umgehen, weil wir sind nette Menschen und wir beachten die Regeln. Jakob? Wichtig ist, wir lassen uns das Tattoo danach stechen. Ich bin noch ein Jakob-Tour. Und prinzipiell lässt sich die ganze Gruppe Zitronengelb mehr oder weniger eine Zitrone tätowieren. Jeder hat sein eigenes Design aussuchen gekannt und wo er es haben will. Und der Plan ist jetzt eigentlich, dass wir mit Jakob dazu fahren, dass das Tattoo zu machen. Und wenn er rauskommt, wenn er ein Tattoo sagt, dann sagen wir, man, das ist so scheiße. Wir lassen es. Das ist einfach auch sicher, dass das Tattoo überhaupt noch nie gedrückt. Ja. Ich muss nicht wissen, wie viel beim Jagd der Pofe gerade auskommt, was der anputzen muss. Was hat das Schnurren? Jakob, wie ist es? Ja, es tut mir zu weh, wie gereicht. Das ist ganz chillig. Und Sabine? Wie lange muss es in die Frischhaltefolie? Ein proprio figo? No, il limone, l'ho già fatto. Ah, sì, davvero? Il limone con le cozze. Ah, sì? Al ragazzo di Zurigo. Das hat halt nicht das erste. Zweite Mal, die Fahrten. Was sagst du? Falsch. Schau mir, sag was dazu. Das ist cool. Ja. Ich drücke das so. Sagst du so? Mega nice. Okay, Carmen, erzähl doch mal, um was es da geht. Ich sag jedes Mal am Ruf. Carmen, ich bin nicht der Holzinger, das wird dann auch nicht auf Facebook oder so mit euch. Das ist logisch. Ich auf Instagram halt einfach. Carmen schwänzt gerade Schuhe, leih um das Tattoo zu machen. Schau, wie schuldbewusst sie ist. Schau, das ist die Kriminelle. Hey, jetzt muss ich eine Story erzählen. Ich bin jetzt das Zeugste, das gemacht. Ich bin gerade rausgegangen aus dem Tattoo-Laden. Erstes Tattoo am Start. Was passiert auf dem Weg heim zu mir, was ungefähr 2 Minuten sind? Voll viele Polizisten unterwegs. Ich direkt an das Tattoo frei. Da gedacht, ich verhafte mich da instant. Es hat sich auch so ungefühlt, als hätte jetzt wirklich okay. Ja, dann was sagst du dazu, dass du jetzt so ein Krimineller bist, weil du tätowiert bist? Ja, jetzt darf ich endlich Puff machen.
Und ins Puff gehen. Und ins Puff gehen. Und da ist die Schulkanzlerin nochmal. Nein, Karl. Ganz kurz, Karl, das gleich gerne wissen. Karl, zeig bitte am Mittelfinger, damit man die als mega kriminell darstellen können. Oh, das war. Hell ist scheißegal, das sieht man noch nicht, das lasst man nicht an, aber das ich bin extrem nervös. Oh, jetzt kommt der Ball, jetzt muss ich kurz das oh, und die Scheiße, ich bin jetzt drin. Ich bin voll happy jetzt. Du hast das Studio. Ja, voll mit dir. Quale? Questo? Sì. Con la scritta? No? Sì. È russo. Ok, quindi com'è? A-N-M-O-H? Sì. Also, das Problem ist, Englisch steht auf Russisch und das heißt Limon. Und auf jeden Fall ist der Panel, also von der ersten Buchstabe, kennst du A? Und ich habe einen Strich dazu gemacht und es hat dann A. Es war ein A. Also, es hat man quasi Limon, aber ein Mon. Ein Mon heißt nichts. Das A hat halt irgendwie keinen Strich in der Mitte erhoben sollen, hat es aber gehabt. Ja, und jetzt echt nicht. Und jetzt hat es ausgebessert. Jetzt stimmt's wieder. Irgendwie kam mir überredet, dass sie überhaupt was sagen sollen. Deswegen war es ganz gut. Oder Carmen, war es eine gute Idee? Was? War es eine gute Idee? War es eine gute Idee? Ja, ja. Okay. Ich bin voll zufrieden. Voll cool. Zeige mal. There it is, boys and girls. Es schaut aber wirklich nice aus. Jetzt kommt die Chrissy drum. Sie hat schon richtig Angst. Ja, voll. 6,5 Stunden später. Chrissy hat jetzt alles bestanden. Ja. Und hat jetzt den Fuß abgekackt. Ja. Tada. Und jetzt ist natürlich unser Lara da. Und kann... Don't you dare close your eyes. Das ist ein Tätowierer. Bravissimo lui. Come ti chiami? Silvano. Solo Silvano. Bravissimo. Ein Fake Lachen, das war nicht der richtige Lachen.